bin heute dabei und hole jetzt schnell mal, da steht der 610er schon, Stroh raus. Brauche ein bisschen Stroh. Ja. Ich werde auch demnächst was mehr über die Schweine berichten, denn da gibt es ein paar Erneuerungen. Also es verändert sich was und ich werde auch noch was umbauen. Ja, da kommen wir in den nächsten Vlogs zu. Dann können wir da mal wieder ein bisschen auf die Schweine eingehen. So, jetzt habe ich hier so mal einen kleinen Gang gebaut. Ich habe ja schon mal ein bisschen vorbereitet. Mit der Schaufel kannst du wirklich alles nehmen. Das ist kein Problem. Ja, hier sind auch die Schweine. Die haben heute Stroh bekommen. Das sind ja die Schlachtschweine hier. Und hier ist die andere Abteilung. So haben wir das zur Zeit hier gegliedert. Ja, und dann hier haben die das wieder richtig schön kuschelig. Das mögen sie mal sehr, sehr gerne. Ja, so sieht es hier bei den Rindern aus. Das ist auch frisch eingestreut. Da werde ich jetzt auch sehen, dass ich irgendwie nächsten Monat ausmiste. Sonst kommen wir irgendwann zu hoch. Ne? Ist ja immer eine schöne Schicht unten, also das macht den Rinder nichts, aber von der Höhe halt, ne? Ja, muss ich mal sehen, wie ich das noch löse. Aber das wird. Jetzt haben sie erstmal wieder das schön kuschelig. Man sieht hier die Kälber. Ne? Die haben sich auch schön eingekuschelt. Ne? Ja. Du. Ja, so sieht das aus. Ja, hier auch nochmal zu. Das sind ja die, die auch nächste Woche zum Schlachter gehen, die ersten hiervon. Ich lasse mal gerne im Ballen stehen, auch bei den Kleinen. Die verteilen sich das so schön selber. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier, ja, die Großen zerpflücken den sehr, sehr schnell. Die Kleinen, das dauert natürlich ewig. Das geht ein bisschen besser. Gefällt mir sehr gut. Ja. Und wenn die alle zum Schlachter gewesen sind, dann wird auch hier das große Loch gemacht. Und dann wird das hier auch alles rausgeholt am Mist. Ja, also das geht auch nach und nach. Jetzt voran, ne? Nur noch kann ich draußen nicht so fahren und ich habe das noch nicht zurecht. Aber das geht jetzt, wie gesagt, zum Frühjahr alles los. Gut, dann möchte ich jetzt nochmal bei meinem Lenksystem ein bisschen weiterarbeiten. Hier habe ich diesen Aktivierungsknopf, da kommen solche Schalter rein und die Platine soll da noch hin. Ja, das war ja der Druck von der kaputten Platte. Das sieht jetzt hier besser aus, ne? Das kann man so verwenden, das soll ja auch doch ein bisschen gut aussehen. Soll ich gleich nochmal alles ein bisschen entgraten. Und ja, dann wird das hier auch schon zusammengesteckt. Kabel sollen hier noch, da ist ein kleiner Kabelkanal durchgeführt werden. Ja, mal sehen, ob das alles so passt, wie das soll. Und dann wird der nämlich auch schon soweit einsatzbereit. Hier, glaube ich, soll ich dann das noch dran löten. Hier habe ich noch ein bisschen Kabel, sowieso fürs Lenksystem brauche ich das noch. Ja. Schrauben habe ich dafür passen, habe ich mir jetzt so eine Box geholt. Da ist dann alles drin, was ich brauche. Sonst ist eigentlich alles da, bis auf den Motor. Da warte ich jetzt noch drauf. Auf den kleineren, der eben hier reinkommt. Ne? Also muss man vorher wissen, was man bauen will. Dann braucht ihr auch nicht extra einen anderen kaufen. Aber ja, ist wie es ist manchmal. Das ist eben ein bisschen übersichtlicher hierfür. Ne? Aber der ist noch nicht da. Ja. Und sonst druckt er jetzt gerade eben das Ganze nochmal mit 100% Infill, dass das ein bisschen stabiler ist. Das hatte ich auch nicht bedacht. Ja, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Den Halter soll ich auch noch drucken. Also ja, und dann kann das, sobald das fertig ist, auch alles zusammengesetzt werden. Und dann bin ich sehr gespannt. Jetzt sind noch die angekommen. Die kommen nachher hier rein für die Zahnräder und so, aber das sehen wir noch alles, wie das nachher kommt. Hier sind die Stecker, damit ich den Motor schön vernünftig trennen kann. Da habe ich bei Konrad bestellt, das muss noch alles vertütet werden. Ja, das wird noch interessant, aber wird denn auch echt hochwertig das Ganze diesmal, im Gegensatz zum ersten Bau. Ne? Also das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied hier zwischen. So, einen habe ich durch, ich wollte das ja nicht filmen, aber mittelschwere Katastrophe. Eine halbe Stunde oder so habe ich jetzt gebraucht, aber das Kabel ist jedenfalls zu dick, da brauche ich zwei dünnere. Ja, muss ich mal gucken, was ich da noch habe. Da finde ich aber auf jeden Fall was. Und dann versuche ich das wieder so zurückzuziehen, das sollte eigentlich machbar sein. Jo, ich habe es geschafft. Was eine blöde Arbeit, aber ich habe es geschafft. So, nun habe ich hier so eine kleine Platine.
die denn, ja, da ist so eine Anleitung bei Ceria Forum, da steht alles, was ihr braucht. Da kommt jetzt eins auf Pin 2 und eins auf Masse, wird da reingelötet. Und dann kommt diese Platine, wird da, wo die Kabel rausbringen, reingesteckt. Dann habe ich hier eben diese Mikrotaster, der kommt nachher hier oben rein. Da kommen die beiden Kabel auch nochmal raufgelötet. Und ja, dann sollte das eigentlich so sein, dass der hier da nachher raufpasst. Der hat dann so ein ja, Symbol halt quasi. Leuchten tut er ja nichts. Aber damit aktiviere ich dann nachher das Lenksystem, wenn alles gut läuft. Hier ist ein Micro-USB-Anschluss, womit ich das dann wieder an den Laptop anschließen kann. Ja, hier ist was los. Ne? Und dann sollte das soweit klappen. Ja, das Löten habe ich jetzt nicht gefilmt. Das ist nämlich nicht so meine Lieblingsaufgabe. ich habe jetzt hier die zwei Lötdinger. Hier ist der Schalter. Der sitzt, oh, sitzt der jetzt schon so fest. Da ist so ein Rahmen. Steckst du da rein. Hier ist der Schalter, auch beide hinten verlötet. Ne? Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. So. Dann kommt hier dieses Plättchen hier rauf und lässt dann diesen Schalter da schon mal so ein bisschen einrasten. Und dann kommt das hier noch rauf. Da muss ich gleich noch zwei passende Schrauben suchen. Passt das so? Nee, der muss so rum. So, genau. Und dann kommt der noch oben rauf gesteckt und ist fertig. Ich guck schnell mal, was da für Schrauben rein sollen. So, M3x16. Hier unten können wir die Muttern schon mal reinstecken. Die sind ein bisschen schwer, aber das sollen sie auch. Ich hoffe, ihr könnt da jetzt einigermaßen sehen. Wo habe ich denn? Da. Na. Ist natürlich sehr passgenau. Und ich liebe ja so einen kleinen Fummelkram hier. Da bin ich ja der richtige Mann für. So. Oh. Kommen hier oben die Schrauben rein. Huiuiui. Langt denn die Mutter? Ich glaube noch nicht. Wir setzen jetzt mal die zweite Schraube hier. Müssen die Mutter noch ein bisschen tiefer rein. Noch will das nicht. So könnte das was werden. Ich werde so ein Ding auch nochmal mehr drucken, weil ich nicht weiß, wie gut mein gelötetes ist. Und wenn das ausfällt, könnte ich das Ganze schnell wechseln. Ich meine, es würde auch ohne funktionieren, davon mal abgesehen.
Aber ja, dann hat man das schon mal komplett fertig. So, dann kommt der noch. Ist die Gabel rum? Ne, so rum. So, und dann sitzt das. Ja, das sieht ja sonst schon mal vielversprechend aus. Da kommt das USB-Kabel ran. Wenn ich alles richtig gelötet habe, sollte es funktionieren. Ich bin gespannt. Mega. Was ich noch vergessen habe hierzu, ich glaube, da muss erst der Joystick ran, dann kommt hier noch diese Kappe rauf. Wie geht das jetzt? So in etwa, und das hält, verklemmt dann so am Joystick, ne? Und dann ist das natürlich hinten auch alles dicht. Also wenn, kann ich hier schnell mal hinstellen. Das Dreieck kommt hier rein. So. Kommt er da runter und wird dann auch verschraubt. Sitzt das so auch nicht? Ja, noch ein ganz kleines bisschen anpassen, aber so in etwa, ne? Und dann verklemmt das so am Joystick, hier hat er einen Haken, dass er nicht weg kann, und dann bleibt das so hängen. Also du brauchst nicht mal am Joystick irgendwas machen. Ich bin echt gespannt. So sieht das dann ganz fertig aus. Da kommt das USB-Kabel ran, so sitzt das am Joystick. Ja, ne? Also quasi so. Da hast du hier den Knopf. Ich bin echt gespannt. Das glaubt ihr nicht. So, ich habe jetzt hier mal diese Hülsen, die brauche ich ja auch noch, einmal ausgedreht auf der Drehbank, und nun haben wir das Ergebnis, so wie wir das gerne wollen. Und zwar passt das Spiel hier rüber, ne? Ja, das ist ja so eine Kante, das ist einmal weggedreht, perfekt. Bin nur noch dabei, mach meine Motorsäge auch noch nebenbei zurecht, jetzt sollen die Ketten noch schon geschärft werden. Ja. Da haben wir so eine Schärfmaschine für. Das ist, gebe ich immer meinem Vater weiter. Das Rentnerarbeit, das ist immer so ein schöner Posten eigentlich für ihn. Da kann man schön sitzen und zack, 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 das rundherum einmal schärfen. Und dann sind die auch wieder scharf. Soll ich nochmal hier alles durchpusten und so. Boah, ist auch ein altes Eisen, ne? Aber macht immer noch so einen Dienst. So viel schneiden wir ja auch nicht. Oder so ein bisschen freischneiden noch, bevor die Sperrfrist endet. Das ist immer sehr gut, denn, ne? Jo, wir wollen jetzt nochmal schnell das einmal anbauen. Hier an dem Vario-Stick. Soll ich mal gucken? Ja, habe ich alles mit. So, das sitzt denn ja hier quasi so da nachher drauf, ne? Ich kann euch, hoffe, hier hinstellen, ohne dass ihr runterfallt. Wenn ihr runterfallt, tut es mir wirklich leid. So, jetzt soll ich nur mal hier gucken, dass das alles passt. Von den Gegebenheiten. Irgendwo hakt, ja. Irgendwas will da noch nicht so, wie es soll. Aber es soll ja auch stramm sitzen, davon mal abgesehen, ne? So.
Na, was ärgert denn da? Hi. Der sitzt überall stramm dran. Normal müsste das passen. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Das ist mir jetzt gerade zu hoch. Bin er da? Ah, nun verstehe ich das System erst. Er soll da noch in so ein Loch rein. So. So soll er sitzen. Aha. Da ist so ein Loch von der Schraube vom Joystick direkt. Und da kommt dieser eine Bolzen rein. So, dann hoffen wir, dass er jetzt die Mutter fest. So, gerade vor ist. Oh. Das war noch nicht richtig. Die Schraube noch mal ein bisschen raus haben. Das ist blöd, wenn das so dunkel ist hier. Aber irgendwie wäre das wohl. Sein Dreieck nicht rein. Oh, ich kann da so schlecht sehen. Die Lampe hier, die blendet so doll. Soll ja auch passgenau sitzen, ne? Soll ich nur noch da richtig ins Loch reinkommen, dass ich die Mutter da zu fassen bekomme? Will er nicht. Sollte reinpassen, ja. Sollte alles passen. Ich sag ja, da bin ich genau geboren für so einen Fummelkram hier.
irgendwie sind die Löcher nicht da, wo sie sein sollen. Okay, da muss da noch ein Stück rein. Aha. Gut. Oh, den kriegen wir schon noch. Das sieht ja schon besser aus. Da rein, so. So. Geht doch. Warum nicht gleich so, ne? Taschenlampe schnell weg. So. Ja, so sieht er denn aus. Ja, stört so tatsächlich gar nicht. Und dann klack, kann ich sogar hier also alles gut bedienen. Und hier habe ich meinen Finger, also der kommt da gar nicht gegen, um hinten den zu aktivieren. Wahnsinn. Das ist tipptopp. Wirklich. Mega. Ja, hat ein bisschen gedauert, das Einbauen. Aber dann seid ihr auch wieder da live dabei. Und das kann ich weg. Da kann nichts passieren, wenn ich das jetzt ordentlich gelötet habe. Ja, was will bei mir? Also beste Kram, würde ich mal sagen. Ja, mein Drucker aktuell, ich muss den nochmal neu justieren, weil die Platte neu ist. Die ist dann einmal warm und ja. Kriegen wir auch noch hin, dass der wieder zuverlässig druckt. Dann wollen wir hier die Halterung noch mal ändern. Ich will das auch noch, dass es höhenverstellbar ist, weil wenn ein anderer hier fahren sollte, dann kann er, bei mir kann er auch noch ein Stück höher, dass man den besser sieht, weil ich habe ja zum Spiegel noch hier, ja, weiß nicht, 5 cm Platz. Die könnte ich ja auch noch spielen. Das wird noch ein bisschen umgeändert auf jeden Fall. Sonst bin ich da mit der Position so tatsächlich zufrieden. Also, ja, was soll ich machen? Ich bin damit zufrieden und das langt mir. So viel dazu. Das, ja, regeln wir in der nächsten Zeit. Auch das Lenkrad hier. Aber wir kommen ja Stück für Stück hier weiter, wie wir sehen. Ne? Ja. Morgen gibt es noch ein extra Video. Morgen 12 Uhr. Die Leute bei Instagram können sich ja vielleicht schon denken, worum es geht. Oder worum es gehen könnte eventuell. Ja, seid gespannt. Also wird, denke ich mal, sehr spannend. Morgen 12 Uhr. Ja, dann haben wir alles, denke ich mal. Das haben wir, ja. Ich denke, wir haben alles abgehakt in diesem Video. Haben wir den schon mal sitzen. Also das gefällt mir besser wie ein Fußtaster. Das ist hundertprozentig. Wenn der auch gut funktioniert, mega. Ich werde das ganze Ding aber nochmal neu machen, komplett. Neu drucken. Weil ich jetzt weiß, wie es geht und so. Dann habe ich das nochmal liegen, weil das auch noch nicht astrein ist, aber für den Anfang wird es auf jeden Fall lang. Bin ich sehr zufrieden. Also richtig gut. Das schockt. Und das ist auch so, wenn das jetzt wackelt, dass er nicht hier die ganze Zeit irgendwie rumdattelt. Das ist perfekt. Mega. Jo. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.